Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Deckidee bei Magic the Gathering und heute spielen wir mit Dinosauriern. Die Idee dahinter ist, dass wir erstmal probieren, relativ günstige Kreaturen reinzubringen, wie zum Beispiel hier die Kreatur, die uns ein weißes Mana kostet und dann jeden Dinosaurier um ein Mana günstiger wirken lässt. Außerdem haben wir hier noch so einen Elfen drin, der uns auch noch mit grünes Mana bringt. Genau, dann auch so Sachen, dass man vielleicht mal ein bisschen früh, ja, falls die Gegner da ein bisschen auf schnelle Attacke setzen, ein bisschen was rausnehmen, können wir hier schnell mal eine getappte Kreatur töten. Dann, was habe ich noch mit drin? Hier so ein paar Sachen, dass die Kreatur nicht angreifen oder blocken kann, genau. Und am Ende kommen natürlich diese ganz, ganz starken Dinosaurier. Am teuersten ist natürlich der hier, 12 Trampel. Kostet weniger Mana für, wenn wir schon Kreaturen drauf haben und entsprechend der Stärke, heißt, wir haben eine Kreatur mit Stärke 3 zum Beispiel auf dem Feld, dann kostet es nicht mehr 12 Mana insgesamt, sondern 9 Mana. Und dann hätten wir für 9 Mana einen 12 Trampel. Und wenn wir jetzt zum Beispiel wiederum, sagen wir mal, den hier drin haben für 6 Mana und den hier für 4 Mana, Mana ist egal, jetzt habe ich schon falsch gedacht, nur, nee, mit Stärke 4 drin haben und mit Stärke 3, dann wären wir bei 7. Wären wir bei 7 minus 12 bei 5 Mana und dann wird er auch schon bezahlbarer und 12 Trampel ist natürlich sehr, sehr stark. Genau, auch ansonsten gibt es hier noch relativ starke Dinosaurier, sieht man natürlich auch an den Kosten. Genau, also hier zum Beispiel wäre das, wenn er angreift, haben andere Kreaturen auch Doppelschlag, also er selber Doppelschlag, aber auch die anderen, genau. Ja, das ist die Deckidee mit den Dinosauriern und dann schauen wir doch mal rein ins Spiel. Drei Mana auf der Hand, sieht gut aus, haben auch immerhin ein Dino auf der Hand, den wir dann spielen können, behalten wir mal. Leider haben wir natürlich noch nicht die Sachen, die uns die Dinosaurier günstiger machen drauf oder was uns Mana bringt, das ist ein bisschen schade. Ne, der Gegner spielt anscheinend erstmal noch nichts. Wir können ja auch noch gar nichts spielen, deswegen würde ich mal das hier reinbringen. Wenn wir dann eine Ebene oder einen Wald gespielt haben, können wir die Karte sowieso ungetappt ins Spiel bringen. Okay, ich spiele mit Foretell. Dann nehmen wir jetzt die Ebene. Okay, Länderkarten haben wir gerade mehr als genug auf der Hand. Der Effekt, der triggert jetzt natürlich nicht, aber... Okay. Ja, eigentlich können wir es gleich wirken, weil der wird eh immer stärker. Den können wir dann nächste Runde wirken, ja. Dann bringt ihm das Foretell hier in diesem Zusammenhang nichts. Ja, das war jetzt leider zu befürchten, dass er uns das hier wegnimmt. Und wird jetzt ein bisschen teurer. Kämpfen bringt uns nichts, weil dann ist die Kreatur auch tot. Deswegen würde ich es einfach lassen und wir können nächste Runde dann doch die Karte spielen. End turn. Hm.
Jetzt bringen wir den wir vorhin schon früher bringen wollten, der dann aber zu teuer war für uns. So, Dinosaurier sind günstiger. Wenn wir jetzt endlich mal Dinos auf die Hand bekommen, wo auch immer die gerade bleiben, dann kriegt man die relativ günstig hin. So, und jetzt können wir die Gegner erstmal ganz gut rausnehmen. Ach, das ist kein Dinosaurier, ne? Deswegen ist es leider nicht so günstig. Eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren. Und die hier. So, Kreatur ist tot. Nochmal können wir es jetzt eigentlich nicht spielen, weil sonst ist unsere Kreatur nämlich tot. Eine 1-1-Marke könnten wir noch draufsetzen, das machen wir mal lieber nicht. Weil die kann jetzt nicht angreifen. So. Wir wiederum können aber angreifen. Okay, das ist jetzt natürlich schade. Exilen ist immer unangenehm. Okay, jetzt haben wir endlich mal hier einen Dino. Und der Effekt, der gefällt mir schon gleich. Wir nehmen eine Kreatur, die wir kontrollieren. Ja, wir bekommen Schaden und dadurch triggert unser Effekt. Wir ziehen eine Karte. Genau. So, die können alle nichts machen. Wir gehen in den Kampf. Die will ich mal auf meine Hand lassen, einfach um den Gegner ein bisschen blöffen zu können. Den schon wieder. Den können wir eigentlich gleich mal wieder wirken. Oder? Ja, können wir eigentlich machen. Weiß nicht, was der sonst noch hat. 5-6 kriegt er, glaube ich, nicht hin. Ich mit dem an. Der blockt nicht, okay. Dann machen wir das gleiche wieder hier. Ja, die können wir eigentlich auch. Können wir eigentlich auch gleich spielen. Sind Dinos halt noch günstiger. Und Ende des Zuges. Ja, greifen mit unserem guten Mann hier an. Ah, okay, das war zu befürchten. Den kann ich sogar blocken, ne? Könnte ich machen? Will ich das? Ja, ist vielleicht nicht schlecht. Ich nehme den mal mit. Ah ja, der blitzt zurück auf meine Hand, okay. Ja. Ah, okay. Ach so, er kommt zurück auf die Hand, ja, okay. Ja, warum hat denn der das dann gemacht? Weiß ich jetzt auch nicht genau. Könnten mit dem angreifen und schauen, ob wir ihn rausziehen können. Ich glaube, das können wir eigentlich machen. Ja, wir greifen jetzt mit dem hier an. Ja.
Weil jetzt kommt er nicht mehr durch. Er hat nichts mehr auf der Hand. Und gibt dann entsprechend auf. Genau. Achso, jetzt haben wir, konnten wir das Feld gar nicht mehr angucken. Egal. Ja, das war die Deckidee mit den Dinosauriern. Und ja, ist natürlich relativ simpel, weil es einfach ein Kreaturentyp ist. Und ist halt auch ein sehr typisches, so grünes Ding eigentlich, auch wenn es sehr grün-weiß ist. Aber dass man probiert, ja, relativ starke Kreaturen aufs Feld zu bringen und am Anfang halt, ja, das Mana irgendwie reinzupumpen und den Gegner auch ein bisschen raufzunehmen. Dann vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Lasst mir gerne Feedback da und bis zum nächsten Mal.